Hallo, wir kommen zum nächsten Kurs. Jetzt geht es um Modalanalyse. Das ist ein Thema, wo viele so ein bisschen zusammenzucken und sagen, oh, das macht bei uns immer der Jürgen. Bloß die Finger von lassen. Es ist mathematisch anspruchsvoll, ja, aber in den heutigen Softwaren ist das so viel abgefangen automatisch, dass man kaum noch was falsch machen kann. Entsprechend sollte man dieses sehr leistungsstarke Tool jeder für sich nutzen können und deswegen dieses Einstiegsvideo. Damit es einfach bleibt, bleiben wir bei unserem Rasenmäher. Es ist ein Beispielobjekt. Wenn ich es einschalte, macht es Krach. Es ist aus Metall gebaut und irgendwie kann es schwingen. Deswegen ideal, um einfach so einem schlichten Beispiel mal zu verstehen, was Modalanalyse bedeutet. Was ist überhaupt eine Mode? Das sollte man sich erstmal verstanden haben, um die Angst zu überwinden. Eine Mode ist eine Eigenschaft, so wie die Farbe. Ich könnte zum Beispiel von diesem Rasenmäher sagen, er ist rot. Ich könnte ihm auch sagen, er hat die Eigenschaft, dass er vielleicht 1,30 Meter lang ist. Und er wiegt vielleicht 18 Kilo. Das sind alles Eigenschaften, die ihm immer beiwohnen. Genauso kann ich sagen, er hat eine Mode bei, was weiß ich, 80 Hertz. Ja, aber was ist denn jetzt diese Eigenschaft? Was ist denn jetzt eine Mode? Nun, eine Mode bedeutet, dass bei einer bestimmten Frequenz dieser Körper eine konkrete Schwingform ausführt. Das heißt, dieser Rasenmäher sagt, vielleicht bei 100 Hertz schwinge ich in diese Richtung immer wieder. Das passt mir ganz gut. So kann ich die Energie umsetzen, die in mich eingeleitet wird. Das kann man vielleicht praktisch einfach verstehen am eigenen Körper. Auch wir Menschen haben Moden. Beispiel, auf dem Volksfest. Ja, wenn da viele Leute zusammen auf einer Bierbank sitzen. Und dann sitzen sie dann da, so, da passiert erstmal nichts. Kommt jetzt aber die Band, ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, und spielt Musik. Im richtigen Takt, und das ist entscheidend, die Anregung, die muss sitzen, ne? Dann geht es plötzlich, einer fängt an, ich weiß nicht wo, aber plötzlich wird geschunkelt. Ja? Dann fangen alle Menschen plötzlich an, in einer bestimmten Frequenz sich gut zu fühlen. Ja? Da geht die Energie plötzlich rein. Es kommt einfach heraus. Ne? Das ist eine Mode, die sitzende Menschen nebeneinander auf einer Bierbank dann drinnen haben. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob die Frequenz perfekt getroffen wird. Wenn es ein bisschen langsamer ist, die Musik, ja, dann wird ein bisschen geschunkelt, ein bisschen zu schnell, dann kommt man auch nicht so ganz mit. Ne? Aber wenn man in dem richtigen Schunkelrhythmus drin ist, dann geht es los. Alkohol muss dabei sein, sonst geht es nicht. Es gibt aber auch weitere Moden, nicht nur die eine. Ne? Auch dieser Mensch, der sitzt, wenn man ein anderes Lied kommt, auf und nieder. Die gleiche Masse, der gleiche Körper, aber schwingt plötzlich in eine ganz andere Richtung. Es gibt auch höhere Moden. Das hat jeder schon mal erlebt. Ja, dann kommen, irgendwie heißt man, wenn man der Knoten ist, dann knallen sie bei einem zusammen. Ne? Es gibt also verschiedene Schwingformen, ne? So zum Verständnis. Und diese Schwingformen sind auch in unserem Rasenmäher drin. Das heißt, bei bestimmten Frequenzen sagt er, oh, das kann ich ganz gut. Ja? Und wenn du ungefähr in der Richtung bist, dann schwinge ich. Er schwingt aber immer mit der Frequenz, mit der er angeregt wird. Genau wie bei Volksmusik. Ich fange nicht an und sage, ich schunke mal völlig gegen den Takt. Ich folge schon dem Takt. Aber wie stark ich folge, hängt davon ab, wie dicht die Anregung an meiner Lieblingsfrequenz, an meiner Mode anliegt. Und es ist egal, ob der jetzt in der Garage steht, aus dem Flugzeug fällt oder irgendwo auf der Wiese rumrollt und arbeitet. Er hat diese Farbe, diese Länge, das Gewicht und eben diese Moden, die ihm immer beiwohnen. Okay? Und diese Moden zu kennen, ist eklatant wichtig, um zu erkennen, wie dieses System schwingen wird, wenn es dann mal in den Betrieb kommt. Das ist der große Unterschied. Wir können eine Modalanalyse machen, ohne ihn elektrisch zu betreiben, sondern einfach nur aufgrund seiner Struktur einmessen. Dazu wird er angeregt, das hat man vielleicht schon mal gesehen. Dann nimmt man so ein kleines Hämmerchen. Man kann auch einen Shaker nehmen, ist viel aufwendiger und nur bei speziellen Produkten dann auch wirklich sinnvoll. Ein Hammer ist für so ein Modell völlig ausreichend und erheblich schneller im Durchführen. Und dann wird der Junge angeklopft, er schwingt und wir messen jetzt an verschiedenen Punkten mit einem Beschleunigungsaufnehmer, wo er wie schwingt. Und zwar im Verhältnis zur Anregungspunkt. So ist das Prinzip. Was passiert an der Stelle, wenn ich hier klopfe? Was passiert an der Stelle oder an der Stelle, wenn ich hier klopfe? So werden wir die verschiedenen Schwingformen erkennen und später dann zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Der klassische Fehler ganz am Anfang ist, dass man sich nicht genug Gedanken darüber macht, wo man klopft und welches Koordinatensystem verwendet. Und das ist das Wichtigste, um sich später, ich rede wirklich von Wochen Arbeit, sich das zu ersparen, dass man diese Gedanken vorher macht. Das ist im Deutschen ein bisschen irreführend. Nachdenken, man denkt, das muss man nachdenken. Nee, nee. Nachdenken, und das ist bei Modalanalyse ganz entscheidend, muss man vorher. Ja? Dann hat man sich die Zeit erspart. Wie geht es also los? Der erste Schritt ist, witzigerweise, man nimmt sich einen Stift. Und mit diesem Stift geht man zu seinem Objekt und überlegt sich, wo klopfe ich denn dieses Objekt? Das ist die beste Reihenfolge, weil dann sehe ich schon, wo ich drankomme und wo nicht.
und wie viel Lust ich habe, das alles zu klopfen. Wir halten es bewusst schlicht, also ganz wenig Punkte. Dann sage ich hier, komm, wir machen jetzt erstmal nur diesen Holm. Ja? Dann schreibe ich hier einen Punkt drauf und dann schreibe ich hier drauf, was ich... Ja, da kommt eine Nummer. Man kommt auf die Idee, dann nehme ich halt eine 1. Ja, verstehe ich, naheliegend. Wird aber später vielleicht etwas eng werden. Es ist, man darf auch größere Nummern nehmen, dreistellig, um dann auch besser sortieren zu können, die einzelnen Baugruppen. Also in diesem Fall würde ich sogar hin und sagen, ganz provokativ, eher ist die 101, weil 100 ist für mich die Baugruppe Holm. Dann kommen hier oben dann hin der Punkt 102, wir machen es ganz grob, nur zum Verstehen, dann kämen hier oben 103, dann hier die 104, man kann es so ein bisschen erkennen, weißer Edding wäre auch nicht schlecht. Hier die 105 und dann gehen wir hier wieder runter. 106, 107, 108 und am Ende die 109. Das war der erste Punkt. Wir haben die Anzahl der Punkte und deren Nummern definiert. Und jetzt, das ist noch viel wichtiger, das Koordinatensystem. Man kennt aus der Schule x, y, z und ist schnell geneigt zu sagen, der junge Ingenieur sagt dann, okay, da ist x, da ist y und da ist z, weil das der Raum ist. Und mein Rasenmäher steht ja im Raum. Kann man machen. Nur da verliert man sehr viel Zeit, weil ich später muss ich ja hingehen und meine Beschleunigungsaufnehmer auf meinen Holm kleben. Und wenn ich die da drauf klebe, wird er nicht so ausgerichtet sein wie mein Koordinatensystem. Was mich dann in die Situation bringt, dass ich da irgendwelche kleinen Klötzchen drunter bauen muss, damit der Himmelswillen dann diesen Winkel hat. Und das muss ich jedes Mal machen. Ein Wahnsinn. Nee. Einfach nochmal einen Schritt zurück und sagen, also ich bin ja faul. Oder ich will schnell fertig werden. Das ist jetzt hier blöd, diese Richtung, die ist ja immer schief. Ich sage einfach, für mich hat er folgendes Koordinatensystem. X zeigt hier entlang der Achse, Y, wir bleiben dabei, zur Seite und Z dann halt so schräg nach oben. Ja, wir gehen also orthogonal auf unserem Holm raus. X, Y, Z, so können wir arbeiten. Oder wir können auch in diese Richtung wollen, wenn wir wollen, X, Y und Z rausgehen. Durch diesen kleinen Trick haben wir es dann sehr viel einfacher, unsere Sensoren zu kleben oder auch unseren Hammern in die richtige Richtung anschlagen zu können. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir wollen im zweiten Schritt auch diesen unteren Teil, ich sag mal, diesen, wie nennt man das, dieses Rondell hier einmal klopfen, weil wir auch vermuten, dass es wie so eine Glocke irgendwie da oben herum schwingt. Auch hier nehme ich wieder meinen Stift zur Hand und markiere mir einzelne Punkte und sage, das ist die 1. Dann ist das die 2, dann ist das die 3 und so weiter. Hier einmal rum, 10 Punkte sind drin. Und welches Koordinatensystem nehme ich jetzt? Jetzt könnte man ja meinen, ich klebe den ersten hier hin. Oh Gott, dann ist ja jetzt vorne x, das ist also diese Achse, nach oben zeigende Achse, ist jetzt so geklebt nach vorne x. Oh Gott, dann ist y, oh, jetzt, warte mal, wenn der dann so steht, da wird es schon kompliziert. Ne? Ganz ruhig, ist ganz einfach. Da ist x, y, z. Selbst wenn ihr das hinkriegt, wenn ich den umklebe und später dann hier bin, ist ja alles wieder falsch. Am schlimmsten ist ja noch dieser Punkt. Dann ist ja das x ja so halb x, ein bisschen aber auch schon y. Und das z ist ja ach, alles verkippt, weil ich ja hier entlang dieses runden Objekts gehe und ich dann immer wieder das Ding nun mal zwangsweise drehe. Dann gibt es hier die Klötzchenfraktion, die anfängt dann überall so kleine Winkel einzusetzen. 2 Tage Arbeit sind da drin, bis heute mal die Fertigung das fertig hat. Nee, anderes Koordinatensystem. Folgender Trick. Wir nehmen diesen wichtigen Schritt zurück, gucken uns das Objekt nochmal an und stellen dann fest, hey, Moment mal, das ist ja, das ist rund. So einfach die Erkenntnis, umso wichtig ist sie. Wenn ich ein Objekt habe, das rund ist, zylindrisch in gewisser Weise, dann nehmt um Himmels Willen ein Polarkoordinatensystem. Dafür ist das da. In der Schule wird es nicht gelehrt, aber wir sind halt einen Schritt weiter. Und damit kann man sich Wochen Arbeit sparen. Habt das schon gesehen, dass Leute das dann versucht haben, Sinus Alpha, der muss erst gemessen werden, X-Richtung, plus dann ein bisschen von dem Z noch dazu und Wahnsinn. Ich sage Polarkoordinatensystem, das bedeutet, wenn ich, egal wo ich den klebe, meinetwegen hier, dass dieser Punkt, das ist X, das ist die R-Achse, die zeigt immer, egal wo ich sehe, ist das die R-Achse. Die zeigt immer in Richtung des Radiuses. Die zweite Achse zeigt immer tangential dazu. Egal wo ich ihn auf die Oberfläche klebe, er ist immer tangential. Und es bleibt dann noch die Z-Achse, die ist wie gewohnt, wie beim XY-Z-Koordinatensystem beim Kartesischen, einfach nach oben weg. Wie sieht das aus? Und mit dieser Grunderkenntnis
gehen wir jetzt in eine Modellerstellung rein. Wir bauen uns vorher schon mal das Modell, das hilft uns dann im Nachhinein. Ich benutze dafür das Programm Emmyscope, weil es einfach unfassbar günstig ist und wahnsinnig viel kann. Da kann man alles, was man machen möchte, tun. Und man sieht schon, hier habe ich genau diese Punkte eingezeichnet. 101, 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9. Wie man so ein Koordinatensystem, so ein Modell erstellt, da gibt es so viele Videos von Vibrant, das ist der Hersteller. Einfach Emmyscope eingeben, Tutorial, hat man's. Das muss ich nicht nochmal machen. Da habe ich es auch gelernt, das ist gut gemacht. So, ich habe jetzt dieses Modell hier drin und hier sehe ich schon, wenn ich auf Koordinatensystem anzeigen gehe, dass hier x, y, z, so sind meine Koordinatensysteme in den Punkten ausgerichtet. Also hier zum Beispiel der 102er-Punkt. Ich kann das auch mal ändern, dass man sieht, ich kann jederzeit auch in eine andere Richtung klippen. Zum Beispiel um die y-Achse oder um die z-Achse. Sodass ich dann mich immer daran orientieren kann, wo ich hin möchte. Ein bisschen verklickert hier. So, stehen wir richtig. So. Genau im Gegenzug, im gleichen Modell nutze ich hier unten das radiale Koordinatensystem. Das heißt, R zeigt nach außen, Tau zur Seite und Z nach oben. Egal, wo ich jetzt kleben werde, diesen Vektor, diesen Sensor, er wird immer genau richtig zu seinem Koordinatensystem stehen. Wir haben also die Punkte jetzt drin. Wir haben also die Anzahl der Punkte und deren Koordinatensystem uns gut überlegt und jetzt geht es an die eigentliche Messaufgabe. Da gibt es zwei Methoden, Roving Accelerometer, Roving Hammer, wird erklärt, machen wir zwei Videos draus. Wir sehen uns. Tschüss.